schauen uns jetzt die Schneedecke an und da geht es darum, ob es verschiedene Schichten in der Schneedecke gibt. Ja. Warum? Weil zwischen den Schichten, die sind oftmals schlecht verbunden und dort kann was abrutschen. Ja. Also das Rezept eines Schneebretts ist, dass oben ein gebundener Schnee ist, dann habe ich irgendwo eine Schwachschicht drinnen, der gebundene Schnee löst sich auf dieser Schwachschicht weg. Und wenn ich dann eben Bruchfortpflanzung habe in diesem gebundenen Schnee, dann kann sich ein großes Schneebrett ausbilden und das ist dann gefährlich. Und das wollen wir eben sehen, sind solche Bedingungen vorhanden oder nicht? Eine gute Möglichkeit, wenn ihr im Gelände unterwegs seid, ist einen Stabilitätstest zu machen. Da bietet sich zum Beispiel der Kompressionstest an oder der erweiterte Kompressionstest. Dafür legt ihr eine Säule in der Schneedecke frei, die 30x30 und beim erweiterten Kompressionstest 30x90 cm ist. Anschließend legt man auf diesen Block die Schaufel drauf und schlägt sie erst 10-mal aus dem Handgelenk, anschließend 10-mal aus dem Ellbogen und weitere 10-mal aus der Schulter auf diesen Block. Und dadurch sollte der Block oder sollte es eine gefährliche Situation haben, erkennen wir die Schwachschichten in der Schneedecke.